Die 70-Jahr-Wochen. Wer hat sich schon mal beschäftigt mit den 70-Jahr-Wochen? Was? Was denn? Ja, ah, sehr gut. Ja, dann machen wir einen Test. Dann machen wir, mal frage ich ab. Ja? Also ich freue mich sehr über die 70-Jahr-Wochen, weil man das rechnen kann. Und in der Mathematik, da ist es so, entweder es stimmt oder es stimmt nicht. Bei vielen anderen Themen, da kann man sagen, das kann man so auslegen, wir haben am Tisch kurz gesprochen, ja, da gibt es Wortbedeutungen, die haben bestimmte Breite. Hier wird gerechnet. Die Anwälte sagen, Juris non calculat, der Anwalt rechnet nicht. Warum? Wenn er rechnet und er sich verrechnet hat, dann ist es einfach falsch, Punkt. Und da gibt es nichts mehr zu rütteln dran. Wenn er lange Seiten schreibt, das kann man irgendwie immer umbiegen, ja, während der Verhandlung. Aber rechnen, Zahlen sind grausam. Ja. Und ich habe ja lange Gutachten geschrieben bei der Bank, das ist so, Zahlen sind richtig oder schwarz oder weiß. Und bei den 70-Jahr-Wochen kann man rechnen. Und das finde ich toll, weil man dann zu einem Ergebnis kommt, was in gewisser Weise nachprüfbar ist. Ja. Ich zeige euch mal, wie die 70-Jahr-Wochen normalerweise gedeutet werden. Kann man jetzt gar nicht so gut sehen mit dem Rot. Ja, ja, so ist besser. Ja, super, dankeschön. Was ist das Modell, wie wir es normalerweise kennen? Ja? 70-Jahr-Wochen, einmal 7-Jahr-Wochen, einmal 62-Jahr-Wochen, eine lange Zwischenzeit, wo die Gemeinde Jesu da ist und in der Endzeit nochmal die letzte Jahrwoche von 7 Jahren macht zusammen 70. 62 und 7 und 1. Ja? Das ist normalerweise das ganz normale christliche Modell. Ich will euch das zeigen. Ja? Ich blende. Bitte, sieht man auch besser, ne? Ja, genau. Ist keine Absicht, aber ist so. Wir lesen mal den Text. Wir werden hier nicht komplett durchkommen, ja? Wir gehen so weit, wie es geht, und dann schließen wir ab. Das ist einfach, ist zu viel, aber wir steigen mal so ein Stückchen dafür ein. Der Daniel betet. Zuerst liest er im Jeremia, Kapitel 25, über die große Verwüstung, darüber, dass Jerusalem 70 Jahre wüst liegen soll. Und dann tut Daniel ein langes Bußgebet. Lange. Und dann kommt der Engel zu ihm. Ja, das ist dieser Zusammenhang. 70 Wochen, sagt der Engel, sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. 70 Siebener. Ja. So wird dem Übertreten gewährt und die Sünde abgetan und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichte und Weissagung versiegelt und ein Hochheiliges gesalbt werden. Hier hinten, nach den 70-Jahr-Wochen, wird das alles kommen. Das ist wichtig. Bitte? Im tausendjährigen Reich, ja? Weil ewige Gerechtigkeit gebracht, könnte natürlich auch sein, dass Christus damit gemeint ist, ja? Aber der Engel sagt, nach den 70, wenn die alle abgelaufen sind, dann wird das alles kommen. Ja? Dann sagt er so, wisse nun und merke, von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten, im Hebräischen steht bis auf einen Gesalbten, bis auf, hier steht es Luther, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen, so werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Nach den 62 Wochen, hier, wird der Gesalbte ausgerottet werden. Eigentlich wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Ja? Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum verstören, dass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut. Und bis zum Ende des Streits wird's wüst bleiben.
Verwüstung kommt. Mal abgesehen von allem Rechnen, der Engel sagt, es wird große Verwüstung kommen. Er wird aber, wer er, dieser Fürst, das Volk eines Fürsten, dieser Fürst, er wird aber vielen, ja, da sagt man, das ist der Antichrist, der macht einen Bund mit Israel. Im Text steht, er, der Fürst, wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang, das ist die letzte 70. Jahrwoche, und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung. Das kennt ihr schon ein bisschen, ja? Bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Verwüstung kommt, es wird wüst bleiben, es wird eine Verwüstung geben bis zum Schluss und es wird einen Gräuel der Verwüstung geben, das sagt der Engel. Und jetzt stürzt sich natürlich jeder, habe ich auch gemacht, auf die Berechnung. Das ist das Modell. Und der Engel sagt, so wisse denn und verstehe vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wiederhergestellt wird, bis, Wiederherstellung zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Und je nachdem, welche Übersetzung ihr nehmt, sind die Kommas und die Punkte unterschiedlich gesetzt. Ja? Das wäre jetzt eine Version, die Roger Libby gerne hätte oder die er sich wünscht. Ja? Und deswegen wird auch die CLV-Übersetzung, die wird so übersetzt, dass man sagt, vom Ausgang des Wortes bis zu dem Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen, Punkt. Dadurch glaubt man, dass man 7 und 62 addieren darf zu 69 Wochen. Ja? Eigentlich schon. Ja? Der Engel macht ja 3 Fristen. 7 Wochen, 62 und eine. Der macht 3. In dem Modell macht man aber nur 2, weil man 7 und 62 addiert zu 69. Ja? Die 7 und die 62, die hängt man direkt aneinander. Dann kommt Christus, dann kommt eine lange Zeit gar nichts und dann kommt die letzte 70. Jahre. Und die Interpunktion setzt man so, weil man dadurch glaubt, 7 und 62 addieren zu können. Aber im Urtext gibt es keine Interpunktion. Also selbst die Kommasetzung, die Punktsetzung ist schon Auslegung, ist schon Deutung dessen, was man hier sieht. Ja? Und noch gravierender finde ich eigentlich, das merken auch die Rabbiner immer wieder an, dass hier steht, bis auf den Messias, Hamashiach im Hebräischen. Ich kann schon langsam Hebräisch, gell? Da steht nur Mashiach, bis zu einem Messias. Da steht kein bestimmter Artikel. Ja? Da steht, bis auf einen Gesalbten, einen Fürsten sind es. Aber die christlichen Ausleger sagen, dieser Messias, der hier angesprochen ist, ist nach unserer Vorstellung Christus und dann ist das der Messias, obwohl der Grundtext das nicht hergibt. Das kritisieren die Rabbiner aufs Härteste und sagen hier, the missionaries, sagen die Missionare, die christlichen Missionare, kennen den alttestamentlichen Text nicht. Ja? Gut, das haben wir eben eigentlich schon gelesen. Um die 70 Jahrwochen zu berechnen, muss man natürlich irgendwo anfangen. Alle fangen an zu rechnen bei Artaxerxes im Jahr 445 vor Christus. Dann rechnen sie von Artaxerxes 49 Jahre und 434 Jahre, macht zusammen 483 Jahre. Jetzt können wir rechnen, ja? Sie sagen, dass nach 7 Jahrwochen, nach 49 Jahren, Jerusalem wieder gebaut sei. Ja? Und nach 62 Jahrwochen der Gesalbte dann ausgerottet wird. Und Christus starb im Jahr, das weiß man nicht genau, 30, 31, 32, 33, danach geht es wohl nicht mehr, aber so in der Zeitspanne. Genau weiß man es nicht. Man weiß nicht, wann er geboren wurde und man weiß nicht genau, wann er gestorben ist. Nicht im Jahre Null, ja, genau. Spotten die Rabbiner auch drüber und sagen, ihr wisst ja nicht mal, wann euer Messias geboren und gestorben ist.
Dann sage ich, ihr wisst ja nicht, weil euer Tempel zerstört wurde. Sind sie auch unsicher, ob es 69 war oder 68 oder 70. Machen die Juden erstaunlicherweise dran rum. Okay, dann kommt am Anfang der 70. Jahrwoche der Antichrist nach der Vorstellung. Und am Ende der 70. Jahrwoche der Tod des Antichristen. Das ist so das Modell, wie man es eigentlich kennt. Jetzt rechnen wir. Wir rechnen jetzt von 445 vor Christus 483 Jahre. Weil 69 mal 7 macht 483. 70 mal 7 macht 490. 69 mal 7 macht 490 minus 7 macht 483 Jahre. Ja? Und wenn wir das rechnen, 445 vor Christus, ziehen da jetzt in dem Fall 483 Jahre von ab, kommen wir auf 38 nach Christus. Ich habe es nochmal anders geschrieben, da kann man es besser rechnen, man sich es besser vorstellen. Ja? 483 Jahre minus 445 vor Christus fangen wir an und dann kommen wir ins Jahr 38 nach Christus. Das Problem ist, dass Jesus nicht im Jahr 38 nach Christus gestorben sein kann. Das ist viel zu spät. Ja? Es gibt mittlerweile so ein bisschen Skrupel. Da gibt es einen Johannes Pflaum in der Schweiz, den habe ich angeschrieben, in dem, was er im letzten veröffentlicht hat, in einer der christlichen Zeitschriften, Aufblick und Ausblick heißt diese Zeitschrift, dass er geschrieben hat, wir wissen nicht, warum wir 7 und 62 Wochen addieren. Oder genauer muss ich sagen, warum der Engel die Frist in 7 Wochen und 62 Wochen unterteilt, wissen wir nicht. Aber wir addieren das jetzt mal. Das schreibt er wörtlich. Und man spürt dem Text an so eine erste Unsicherheit, weil er weiß, dass was wir hier tun, ist zumindest etwas, wo wir nicht wissen, warum wir es machen. Wir machen es einfach, weil es uns sinnvoll erscheint, aber es ist nicht genau das, was der Engel sagt. Der übliche Rechenweg ist jetzt der, dass man diese Jahrwochen hintereinander schaltet, also addiert, und bei Artaxerxes anfängt und das Todesjahr Jesu im Jahr 32 nach Christus unterstellt, aber mit der Rechnung kommt man viel zu weit. Ja, man kommt hier ins Jahr 38 nach Christus. Jetzt muss man die Frist kürzen. Und dann nimmt man einen Trick. Man rechnet das um und man sagt, wir haben ja 483 Jahre. Und die 483 Jahre multiplizieren wir mit 360 Tagen pro Jahr. Mondjahr und teilen die durch 365, ja? Mal 360 durch 365. Da muss was Kleineres rauskommen, weil ich teile ja durch etwas Größeres, als ich multipliziert habe. Man rechnet 483 mal die 360 Tage, macht 173.880, glaube ich. Ja? 69 Jahrwochen mal 7 Jahre gibt 483 Jahre, das ist diese rote Frist, 483 Jahre mal 360 Tage macht 173.880 Tage, das ist die Frist, und die 173.880 teilt man durch 365 Tage und dann bekommt man nur 476,38 Jahre raus, also kürzer, nicht mehr 483, sondern nur noch 476. Ja? Und wenn man das dann ansetzt, dann kommt man zu einer kürzeren Frist, nämlich nur noch von 476 Jahren. Und wenn man die hier abzieht von 445, kommt man hier ins Jahr 32 nach Christus und zwar ins Frühjahr. Ja. Ja. Da gibt es eine bestimmte Vorstellung, die will man haben und dann rechnet man das. Ja? Und ich frage mich, hat das der Engel gemeint? Hat der Engel von Tagen gesprochen? Nein. Hat er von Jahren gesprochen? Eigentlich auch nicht. Er hat von 70 Siebenern gesprochen. Und dieses Siebener ist, normalerweise wird es für eine Woche genommen. Eine Woche von Jahren. Keine Woche von Tagen, sondern eine Woche von Jahren. Wenn man diese Woche von Jahren ansetzt, dann muss man auch in der Woche der Jahre bleiben, die der Engel vorgibt.
und das nicht in Tage umrechnen, weil wir haben ja hier nur noch 476 Jahre. Wir haben keine 69 Jahrwochen mehr, ja, sondern wir haben 68 und ein bisschen Jahrwochen. Aber 68 und ein bisschen plus eine letzte Jahrwoche hier hinten macht 69 und ein bisschen und nicht 70. Ja? Gut, aber der zweite Punkt, den ich so ein bisschen kritisiere dabei, ist das hier. Ja? Man sagt, nach 49 Jahren soll Jerusalem wieder gebaut sein. Wenn ihr euch daran erinnert, davon rechnet man aus, Artaxerxes 445 vor Christus, 49 Jahre später, alle sagen, Jerusalem wird dann wieder gebaut oder ist dann fertiggestellt. Ja? In Wirklichkeit wurde Jerusalem hier in 445, 444 hergestellt. Die Mauer wurde unter Jeremia gebaut innerhalb von wenigen Monaten, ich glaube 2 Monate, da war die Mauer fertig. Dann waren die Häuser noch nicht alle fertig in der Stadt. Ja, aber ab wann will man denn Jerusalem als fertig gebaut definieren? Also sagt man ja, also auf jeden Fall war Jerusalem hier fertig. Ja gut, aber der Engel nimmt ja einen ganz bestimmten Zeitpunkt, den er hier ansetzt. Alle, kann ich euch gleich zeigen, Ausleger sagen, also von Artaxerxes rechnen wir, der hat ein Wort gegeben, dass Jerusalem gebaut werden soll. Und vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf einen Gesalbten sind 7 Wochen und 62 Wochen. Ja? Und irgendwie will man aber nach 7 Wochen doch auch irgendwas haben, was man da irgendwie ansetzen könnte. Und dann behauptet man, dass da Jerusalem wieder fertig gebaut wäre. Aber das sagt der Engel auch nicht. Der Engel gibt die Baugenehmigung, aber nicht die Baufertigstellungsanzeige. Ja? Der sagt, da wird ein Befehl sein, dass Jerusalem wieder gebaut wird. Und vom Ausgang dieses Befehls, dass da was gebaut werden soll, bis zu einem Fürsten, einem Gesalbten sind so und so viel. Der sagt nicht, bis die Stadt Jerusalem fertiggestellt ist, sind es 7. Das sagt er nicht. Und ich staune darüber, dass man da so dran festhält. Das wird auch seltsam, ne? Weil wenn wir die 7 Wochen, die 62 Wochen, die hängen ja direkt miteinander zusammen. Die hängen zusammen, natürlich. Also ist ja, und die also eine Woche auch noch. Davon ausgehen, dass die eine Woche da auch dran ist. Genau, 7 plus 62 plus eine Woche sind zusammen 70 Wochen. Und das sind genau die 70 Wochen, die hier beschrieben sind. Natürlich. 7 Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Genau, also diese richtig. 49 Jahre. Genau. 7 Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Genau, also diese richtig. 49 Jahre. Genau. Die ersten 7 Wochen, das sind also 49 Jahre vom Erlass des Artaxerxes, das ist dann etwa der Zeitraum von 445 bis 396 vor Christus. Und in dieser Zeit wurde tatsächlich die Stadt Jerusalem, wurden die Straßen und die Plätze wieder befestigt. So wie es auch hier steht bei Daniel 9, Vers 25. Da steht ja, Straßen und Gräben werden wieder gebaut. Und als Nehemia 2, im Jahr 445 vor Christus zurückkehrte nach Jerusalem, da war die Stadt immer noch nicht aufgebaut. Also fast 100 Jahre später war Jerusalem immer noch nicht gebaut. Damit die Juden schon damals wissen konnten, Achtung, nicht rechnen von Kyros an. Denn da hätten ja innerhalb von 7 Jahrwochen hätte Jerusalem wieder aufgebaut werden sollen. Und irgendwie will man aber nach 7 Wochen doch auch irgendwas haben, was man da irgendwie ansetzen könnte. Und dann behauptet man, dass da Jerusalem wieder fertig gebaut wäre. Und ich staune darüber, dass man da so dran festhält. Der Engel sagt, so wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl. Von dem Zeitpunkt, das ist der Startpunkt, dass der Befehl ausgeht, dass Jerusalem gebaut werden soll, bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten in 7 Wochen und 62 Wochen. Und nicht von der Zeit an da ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut wird, bis zur Fertigstellung Jerusalems sind 7 Wochen und 62 Wochen und dann kommt der Gesalbte. Ja? Genau, genau. Fake News habe ich das genannt. Also es wird überall behauptet, man kann es auch sehen. Alle sagen, nach dem Artaxerxes, nach 7 Jahrwochen, ist Jerusalem wieder gebaut. Tatsächlich ist das Jahr 396 vor Christus von Artaxerxes ausgerechnet. Aber im Jahr 396 vor Christus
ist kein Gesalbter gekommen. Ja? Der ist auch Jerusalem nicht hergestellt worden, sondern der Aufbau der Mauern Jerusalems war unter Nehemia im Jahr 545 bis 543 in der Zeit. Wenn man den Bibeltext liest, waren es nur 2 Monate, da war die Stadt fertig. Oder die Mauer war errichtet, die Mauer war fertig. Ja? Und nicht hier im Jahr 396, 50 Jahre später fast. Dann ist für mich immer die Frage, kann man aus 62 Jahrwochen, kann man da 61,05 draus machen, indem man es umrechnet? Darf man das? Wollte das der Engel? Nur um hier hinzukommen? Warum rechnen alle von Artaxerxes aus? Muss ja einen Grund geben für. Eigentlich gab es 3 Könige, die einen Befehl gegeben haben, dass Jerusalem oder auch der Tempel wieder gebaut wird. Ja? Da gab es einmal Kores, 559, Darius gab es im Jahr 537 und Artaxerxes gab es im Jahr 445. Der Grund, warum man den Artaxerxes wählt, ist, dass nur mit dem die Rechnung funktioniert. Denn wenn man Kyros nimmt und von Kyros ausrechnet, dann kommt nach 7 Jahrwochen das Jahr 510, da war aber nichts Besonderes. Und wenn man die Jahrwochen noch rechnet, kommt man ins Jahr 76 vor Christus, da ist Christus nicht gestorben. Passt nicht. Also nehmen wir mal den Darius. Also wir rechnen jetzt nicht mehr vom Kyros, sondern vom Darius. Im Jahr 448 ist auch kein Gesalbter gekommen, der irgendwie erwähnenswert gewesen wäre. Und im Jahr 54 vor Christus ist Jesus auch nicht gestorben. Passt auch nicht. Jetzt haben wir nur noch einen, das ist der Artaxerxes. Und da scheinen wir Glück zu haben. Da ist zwar hier auch kein Gesalbter oder Fürst gekommen, aber das könnte so ungefähr hinhauen, dass man es mit ein bisschen, man muss ja nur ein bisschen umrechnen, nur ein bisschen, dann wird es ja passen. Ja? Das ist schon heftig. Warum rechnen alle von Artaxerxes aus? Weil es nur so passt. Scheinbar passt. Ja? Reim dich oder ich fress dich. Wir machen was anderes. Wir nehmen einen anderen Zeitpunkt, der viel früher liegt. Wir nehmen einen Zeitpunkt aus dem Jahr 605 vor Christus. Warum? In Daniel 9 steht Folgendes. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus der Meder-Stamm, der über das Königreich der Chaldäer König ward, in diesem ersten Jahr seines Königreichs merkte ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Was sagt der Text? Der Text sagt, Daniel hat an einem bestimmten Datum, in einem bestimmten Jahr, im Jeremia 25 gelesen. Und dort steht, dass Jerusalem 70 Jahre wüst liegen soll. Und jetzt gehen wir in Jeremia 25 und schauen uns den Vers mal an. Da steht, dies ist das Wort Daba, der Befehl, das Wort Daba im Hebräischen, welches zu Jeremia geschah über das ganze Volk Juda im 4. Jahr Jojakims und so weiter. Dieses Wort geschieht zu Jeremia vom Ausgang des Wortes Daba, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte, bis auf einen Fürsten eingesalten sind, 7 Wochen und 62 Wochen. Daniel liest in Jeremia 25 und hier geht ein Wort aus. Ja, das geschieht zu Jeremia. Von wem? Von Gott. Da geht ein Wort aus. Und dieses Wort ist in einer ganz bestimmten Zeit ausgegangen, nämlich im Jahr 605 vor Christus. Ja? Dies ist das Wort, welches zu Jeremia geschah, Jeremia 25, und er liest hier in Daniel 9, so wissen, oder der Engel sagt in Daniel 9, so wissen und merke von der Zeit an, da ausgeht das Wort, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden. Das ist das Wort, was geschehen ist. Und es steht nur in Jeremia 25, nicht in Jeremia 29. Nur mal so als Gedankenanstoß, kommen wir nachher nochmal drauf. Das ist der komplette Text. Ja, da steht, dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah über das ganze Volk von Juda. Und jetzt sind in diesem einen Kapitel 3 Zeitangaben, die alle aufs Jahr 605 verweisen. Das ist etwas Außergewöhnliches.
dass ein Zeitpunkt so genau definiert wird, dreifach definiert wird. Und alle drei Zeitpunkte sagen, dass dieses Kapitel Jeremia 25 im Jahr 605 war. Und in diesem Jahr 605 ging ein Befehl aus. Ja? Dies ist das Wort zu Jeremia, dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah, über das ganze Volk von Juda im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. Eine Zeitangabe eines jüdischen Königs. Das ist das erste Jahr Nebukadnezars, Zeitangabe eines heidnischen Königs. Der Prophet Jeremia sprach zu dem ganzen Volk von Juda und zu allen Bürgern Jerusalems vom 13. Jahr des Josias an, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, ist des Herrn Wort zu mir geschehen bis auf diesen Tag. Und ich habe nun zu euch 23 Jahre lang immer wieder gepredigt, aber ihr habt nicht gehört. Dritter Zeitpunkt, Dienstzeit eines Propheten. Heidnischer König, jüdischer König, Dienstzeit des Propheten. Drei Zeitangaben. Als ob Gott sagt, es muss in Stein gemeißelt sein, wann dieses Kapitel geschrieben wird. Das vierte Jahr Jojakims. Jojakim hat regiert von 609 bis 598. Das vierte Jahr ist 605. Ja? Nebukadnezar hat von 605 bis 562 regiert. Erste Jahr Nebukadnezar ist 605. Josia, der König von Judäa, hat 640 regiert bis 609. Das 13. Jahr war 628, weil es heißt im 13. Jahr. Davon 23 Jahre abgezogen, macht 605. Das ist der Hammer. Und in dem Jahr 605 geschieht ein Wort dabei an Jeremia. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir versuchen mal einfach von 605 auszurechnen, weil das scheint mir der Zeitpunkt zu sein, der hier der richtige ist. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Wenn es nichts wird, können wir ja auch die andere Auslegung beibehalten. Bitte? Das ist das Schöne. Und das sagt die Schrift. Denn Nehemia und die Seinen haben gebaut an der Stadt Jerusalem nach dem Wort Gottes, des Kyros, des Darius und des Artaxerxes. In einem Bibelvers, so heißt der Vers, schauen wir uns gleich an. Aber Gott steht an erster Stelle, das gefällt mir sehr gut. Das mag ich gerne. Ja? Und so gehört sich's auch für Christen. Also, wir fangen mal an zu rechnen im Jahr 605 vor Christus. Und dann rechnen wir mal 49 Jahre, weil bis auf einen Fürsten, einen Gesalbten, sind ja 7 Jahrwochen. 49 Jahre. Und dann kommt der hier. Ist das ein Gesalbter? Warum? Super. Jesaja 45,1, Jesaja 44, da steht, dass dieser Kyros der Gesalbte Gottes ist. Geschrieben 8. Jahrhundert vor Christus. Gekommen 5. Jahrhundert vor Christus. Namentlich erwähnt 300 Jahre vorher in Jesaja. Prophetie. Namentlich erwähnt. Das ist mein Gesalbter. Also, wenn wir von 605 ausrechnen, da kommt ein Gesalbter, wo sogar die Bibel uns sagt, das ist der Gesalbte Gottes. Denn der hat ja Jerusalem, Israel wieder zurückführen lassen. Das war ja praktisch die Rückführung nach der 70. Jahrwoche. Das rastet also schon an zwei Punkten ein. Hier vorne haben wir schon drei Anker gesetzt. Jetzt machen wir hier noch einen Dübel in die Wand. Das hält schon mal. Da kann man schon mal was draufbauen. Das muss ja fest sein, ja? Da kommt also der Kyros. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem wird wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Da kommt Kyros. Kyros war damals noch kein König. Kyros war nur ein Regionalfürst unter Astyages. Das war der König. Kyros ist sukzessive an die Macht gekommen und hat sich immer weiter nach vorne gekämpft, bis er dann irgendwann zum König wurde. Aber als er kam, in diesem Jahr 559, da war er Fürst. Die Bibel ist hochexakt. Und dieses Jahr 559 ist auch nicht ganz gesichert, können wir uns nochmal anschauen. Aber zumindest wissen wir schon mal, dass Kyros der Gesalbte Gottes ist. Und der Engel sagt ja, vom Ausgang des Wortes, 7 Jahrwochen bis auf einen Fürsten, einen Gesalbten. Einen. Das würde schon mal passen. Jetzt hängen wir natürlich, wie alle anderen auch, an diese Zeit einfach mal die 62 Jahrwochen an. Machen die anderen ja auch. Und dann gucken wir, was passiert, dann rechnen wir wieder, und dann kommen wir ins Jahr 122 vor Christus. Da ist nichts passiert.
Heilsgeschichtlich ist da nichts gewesen in der Bibel. Es war die Zeit von Maleachi bis Matthäus, Stille. Genau, ja. Das weist ins Leere. Und jetzt machen wir was Besonderes. Jetzt nehmen wir die zweite Frist auch von hier. Vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte, bis auf einen Fürsten, einen Gesalbten, sind es einmal 7 Wochen und einmal 62 Wochen. Das würde ja gehen. Das übersetzt zwar keine Bibel so, aber der Text würde das erlauben. Wo kommen wir dann hier hin? Ja, ins Jahr 171 vor Christus. Und das, finde ich, ist der Hammer. Das ist etwas, wo ich sage, da haben wir doch die ganze Zeit heute drüber gesprochen. Und der kommt ja wieder in der Endzeit. Und mit wem kämpft denn der? Mit dem Perser. Denn von Norden rückt ja Assyrien, Iran nach Süden vor und lagert sich in Hamageddon. Und der Antichrist hört Gerüchte von Norden und Osten und zieht aus, viele zu vertilgen und zieht dem entgegen. Und die treffen aufeinander in Hamageddon zu einer gigantischen großen Endzeitschlacht. Die ziehen durchs Land und verwüsten, verheeren. Alles wird verwüstet, eine große Verwüstung. Wer macht die? Die beiden. Ein endzeitlicher Antiochos, ein endzeitlicher Kyros. Das rastet jetzt an ganz vielen Punkten ein. Ist aber ganz anders, als sonst gerechnet wird. Ich habe es ein bisschen hin und her geschoben. Und irgendwann habe ich gedacht, was gibt's das dann? Erstaunliches Datum. Antiochos kommt auch als Fürst. Antiochos war ja nur der Vormund für seine Neffen. Sein Neffe war König. Aber er hat seine Neffen getötet und hat sich selber zum König gemacht. Das ist schon erstaunlich. Also diese Fristen jetzt, das hier vorne, der Beginn hier, den empfinde ich als in Stein gemeißelt. Das ist Jeremia 25 mit 3 Zeitangaben. Da kommt man nicht drum rum. Ja? Dann gibt es nur ganz wenig Möglichkeiten. Ich muss von dem Punkt aus an 7 Wochen und 62 Wochen rechnen. Mehr sagt der Engel nicht. Wenn ich 7 Wochen rechne, komme ich auf Kyros. Wenn ich 62 Wochen rechne, komme ich auf Antiochos Epiphanes. Die beiden Endzeitexponenten, der Perser aus dem Zweistromland, die Könige vom Euphrat, die Könige vom Aufgang der Sonne und unser Antiochos ist schon wieder im Spiel. Und die verwüsten Israel, denn der Engel sagt ja, so und so und so wird gerechnet und dann wird große Verwüstung sein. Und die Verwüstung wird bis zum Ende sein und über die Verwüstung wird sich der Zorn Gottes ergießen und es gibt einen Gräuel der Verwüstung. Und wer richtet denn an den Gräuel der Verwüstung? Der hier? Ja. Dann hat der Engel eigentlich zu Daniel gesagt, Daniel, als du angefangen hast, Jeremia 25 zu lesen, da bin ich ausgeschickt worden und jetzt komme ich, um dir zu erklären, es geht nicht um 70 Jahre babylonischer Gefangenschaft. Du glaubst, babylonische Gefangenschaft sei schon Verwüstung gewesen des Landes Israel. Die wirkliche Verwüstung kommt noch, und zwar am Ende der Zeit. Und wer richtet die an? Ein endzeitlicher Antiochos Epiphanes, denn da kommen wir mal später in Kapitel 11 zu, in Klammern. Denn der wird einen Gräuel der Verwüstung aufrichten. Und in der Endzeit kommt der Assyrer wieder, der doch schon in Jesaja steht, Jesaja 7. Und plötzlich passt das hier in einer ganz erstaunlichen Art und Weise. Und das wissen die evangelikalen Theologen sehr, sehr gut. Also ich bin in einem Schweizer Missionswerk da, ist einer der Brüder, und der hat sich das angeguckt und der beschäftigt sich im Moment damit, da freue ich mich drüber. Der hat nur einen Einwand und den akzeptiere ich auch. Der sagt, wenn ich das hier addiere, da kommt hier hinten kommt ja nochmal eine Jahrwoche, dann sind das aber nur 62, ja, und eine Jahrwoche macht ja nur 63 Jahrwochen. Bitte? Gell? Der Engel sagt aber, 70 Wochen sind verordnet über deine Stadt. Und der Europäer, der kann halt nur in einer Linie denken. Der Hebräer denkt anders. Ist aber eine Sache, die einem relativ schnell auffällt, wo man sagt, aber das sind ja auch keine 70 Jahrwochen. Nee, so gesehen in europäisch-linearer, preußischer Denkweise nicht. Aber in nahöstlich-hebräischer Denkweise durchaus.
Aber der Einwand ist schon berechtigt. Ich weiß aber überhaupt gar keine andere Version, wie man das sonst hier aufteilen sollte. Und wir haben jetzt drei Fristen. Eine, zwei und die 70. Jahre. Die 69 existiert nicht im Text, die existiert nur in unserem Denken, weil man es zusammenzählt. Ich weiß, dass das unserem Denken was abverlangt, ja, weil wir sagen, da die 7 Wochen, die sind ja hier schon drin, wenn ich hier 62 Urlaubswochen einreiche und mache hier vorne schon frei, dann wird das ja auch angerechnet. Ja? Ja? Die 69 gibt es nur, weil man die immer hintereinander schaltet. 7 Wochen und 62 Wochen. Und wie eben gesagt wurde, nach 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Der Engel sagt ja nicht nach 69 Wochen. Ja gut, sagt der Roger Levy, klar, die 7 sind ja hier vorne und die zweite Frist, die geht dann hier irgendwo. Und der Gesalbte, der ausgerottet wird, ist Christus. Der Engel sagt aber, der Gesalbte, der ausgerottet wird, ist Antiochos. Bitte? Ja, man sagt, das wäre der schändliche Tod am Kreuz von Golgatha. Das kann ich verstehen, ja? Aber dieses Jikeret im Hebräischen heißt so viel wie abgeschnitten. Cut off, sagen die Amerikaner. Also der wird nichts mehr haben, nicht mehr existieren. Der ist aufgelöst, der existiert nicht mehr. Aber Christus ist nach Golgatha ja immer noch existent, er ist der auferstandene Herr. Aber trotzdem, ich verstehe den Einwand. Ich verstehe auch, dass das super schwierig ist, für jemanden sowas nachzudenken. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass es so ist und dass man es eigentlich nicht anders aufteilen kann. Ja. Der Engel sagt so, wisse denn nun und verstehe. Wisse und verstehe, das war schwierig. In manchen Texten Bibelstellen sagt, wisse und hör genau zu. Vertief dich in den Text. Der Engel sagt kein Wort umsonst. Man darf das nicht oberflächlich lesen und dann so umrechnen mit so einem Taschenspielertrick, bis es irgendwie passt. Das ist Gottes Wort, da redet ein Engel mit einem Staatsmann. Das sind zwei High Potentials und wir dürfen hier ganz still zuhören. Ja, und wir müssen uns auf die einstellen, nicht die auf uns. Ja, das ist ja ein sehr privates Gespräch. Er sagt, so wisse denn nun und verstehe vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen, 605 und zu bauen, bis auf einen Gesalbten, einen Fürsten, sind 7 Wochen, ja, bis Kyros und 62 Wochen, bis Antiochos Epiphanes. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeit oder in kümmerlicher Zeit. Jerusalem hat die Pracht nicht mehr gehabt, die die Stadt vorher hatte. Ja? Anwenden, ja. Gute Frage. Habe ich mich auch gefragt. Aber die Bibel sagt, nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet. Und wenn der Gesalbte, Kyros kann nicht nach 62 Wochen ausgerottet sein, ist zu lang. Die Frage ist gut. Ist genau gut, ja. Ich habe da hin und her gerungen mit. Ja, es gibt einmal, weil mir das so fremd ist, dass dieser hier ein Gesalbter sein soll. Ein Fürst, okay, aber ein Gesalbter. Bitte? Im negativen Sinne war es. Und es gibt auch im Alten Testament einen syrischen König, der gesalbt wurde. Gesalbt werden sollte. Gott hat das dem Elia gesagt. Und ich habe also, wie gesagt, ja, auch überlegt, ob der Kyros nur der Gesalbte ist und der Antiochos nur der Fürst. Aber nach 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden, ja? Und zwar in der Mitte seiner Herrschaftszeit. Und der hat 7 Jahre regiert. Antiochos hat eine Jahrwoche lang regiert. Und in der Mitte seiner Jahrwochenherrschaft wird er ausgerottet. Und dann macht die Bibel einen Sprung auf einen Fürsten, der kommt und der in der Mitte der Jahrwoche Jerusalem verwüstet. Und dann passiert das hier. Es geht so ineinander. Eigentlich so, die überdecken sich. Die stoßen nicht so aneinander, sondern die überdecken sich. Das haben wir eben gesehen in Daniel 11, dass der Gräuel der Verwüstung von dem antiken Antiochos angerichtet wurde. Ja? Daniel 11 in dem roten Feld, in dem ersten Feld.
Ich habe gedacht, es wird da vom Endzeitlichen angerichtet. Aber die sind spiegelbildlich. Die sind eins. Ja, dass diese Figur kommt wieder und die Heilsgeschichte ist auseinandergerissen von Antiochus bis zu Antiochus. Ja, die ersten 69, die ersten 62 Wochen hören bei Antiochus auf, in der Mitte seiner Herrschaft, denn er herrschte von 175 bis 168 und in der Mitte dieses Jahr 171 wird er wieder, kommt er um. Ja. Und dann liegen die liegen deckungsgleich übereinander, als ob Gott sagen will, das ist es, das ist es. Und gestern Abend haben wir gesagt, wenn ihr den Antiochus Epiphanes anschaut, die Büste von dem früher, der sieht aus wie der Brad Pitt. Also so der Brad Pitt der Antike, finde ich. Ein super hübscher, mit einem ganz markanten Gesicht eigentlich. Ein sympathischer Typ. Einer, wo man sagen würde, ja, warum nicht? Ja, besser als der Trump oder der Putin. Ja. Ein sympathischer Typ. Und genau die Figur gab es schon mal. Und im Prinzip könnte man fast sagen, die 70. Jahrwoche, die würde von hier bis hier reichen. Und die könnte man von hier hinten da vorne hinschieben und da drüber legen. Und dann wäre die Heilsgeschichte abgeschlossen. Ja? So ist es jetzt und das prophetische Wort rutscht da so drüber. Das ist eine ganz andere Perspektive von dem, als was man sonst bei dem Text hat. Und das ist schwierig, sich darauf einzustellen. Ja? Ich wollte euch das nur mal vorstellen, wie der Engel hier redet. Und wenn man will, kann man den Text mit diesem Füllwort, dann wird es ein bisschen besser verständlich. Ja? Bis auf einen Fürsten eingesalten sind einmal 7 Wochen, die Frist, und einmal 62 Wochen, diese Frist, ausgehend vom Ausgehen des Wortes von hier. Wir haben drei Fristen, wir haben nichts umgerechnet, wir machen keinen Taschenspielertrick. Wir rechnen von 605, einem Kapitel, in dem 3 Zeitangaben sind. Wir treffen die 2 Exponenten des Buches Daniel und der Offenbarung plötzlich. Also das ist schon, da kommt so viel zusammen, dass ich jetzt diese Überlappung hier, da kann ich leben mit. Und der Engel rechnet einfach 2 separate Phasen. Das ist für ihn eine Phase, eine Zeitphase und das auch. Er kann ja schlecht von hier den Pfeil dann nochmal zu Antiochus machen. Es würde auch keine 70 Jahrwochen geben. Also das ist schon tricky. Deswegen sagt der Engel, wisse und verstehe, was ich dir sage. Verstehe das, was ich will. Ich gehe, wenn ich das gerechnet habe, gehe ich davon wieder weg und sage, was will denn der Engel überhaupt? Was wollte der denn? Natürlich halten wir uns jetzt ganz lange an den Zahlen auf, weil wir Zahlenleute sind. Alle springen sofort da drauf. Der Engel sagt, pass auf Daniel, was du gelesen hast in Jeremia 25 über die babylonische Gefangenschaft und die Verwüstung, die dort gekommen ist, das war noch keine Verwüstung. Da kommt noch eine Verwüstung. Wer richtet die denn an? Der da. Und wann kommt er? Nach 62 Wochen. Und gegen wen kämpft er? Gegen den da. Wann kommt denn der? Nach 7 Wochen. Und das nimmt der Engel einfach zusammen und sagt, diese 3 Abschnitte sind 70 Wochen. Wie gesagt, unserem Denken fällt das schwer. Jetzt haben wir die 3 Fristen. Ja? 7, 62 und 1. Und diese Jahrwoche hier, die könnte man hier die graue Linie entlang vorschieben und dann wäre die deckungsgleich mit der Regierungszeit von Antiochus Epiphanes. Warum? Weil sich hier genau das wiederholt, was wir hier schon mal hatten. Warum? Weil hier ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird, den der schon mal aufgerichtet hat. Das ist so. Ihr könnt das halb durchsichtig machen und das halb durchsichtig. Ja? Das ist, könnt ihr es auch so rumnehmen. Das ist derselbe. Das ist ein Tier, das war und nicht war und wieder sein wird. Welches? Das hier. Ja? Das ist nicht nur aneinander gestoßen, sondern überlappend. Ja? Warum Antiochus Epiphanes? Warum kommt er überhaupt? Wenn das Antiochus Epiphanes ist, wovon ich ausgehe, dann haben wir in Daniel 7 ein kleines Horn, von dem gesprochen wird. Wir haben in Daniel 8 ein kleines Horn. Und beides Male redet das vom Antichrist, der am Anfang ein kleines Horn ist. Daniel 7 und 8 sagen also, woher der kommt. Denn der gehört einmal zu dem Ziegenbock, ist ein Horn des Ziegenbocks, der kommt aus der griechischen Linie, griechisch, diadochisch, seleukidisch, Damaskus.
Und in Daniel 7 kommt er zwischen 10 Hörnern auf. 10 Hörner und ein kleines Horn. Dekapolis. Und er gehört hierzu und er gehört auch dazu. Und es wird einmal in Daniel 7 gezeigt und einmal in Daniel 8. Da wird gezeigt, woher er kommt. Daniel 9 wird gezeigt, wann er kommt. Und Daniel 10 wird gezeigt, was er tut. Entschuldigung, Daniel 11. Ja? Das heißt, plötzlich fügt sich dieses Daniel 9 Kapitel zwischen diese beiden Kapitel ganz harmonisch ein. In einer Linie geht es. Und es wird immer exakter. Eigentlich müsste man hier hinschreiben Daniel 10, 11, 12. Denn es gehört ja alles zusammen. Und wer wurde hier noch beschrieben? Antiochus. So groß. So groß. Das heißt, Antiochus hier, ein Teil im Bündnis mit der Dekapolis. Ein Tier mit 10 Hörnern. Daniel 8, ein Teil von Griechenland, Seleukide. Ein Tier mit 7 Häuptern. Für die Endzeit. Ja? Alles für hinten. Ja? Alles schaut darauf, anhand von historischen Figuren. Da wird gezeigt, woher er kommt und zwei verschiedene politische Herkünfte. Hier wird gezeigt, wann er kommt, nämlich nach 62 Wochen. Und hier wird gezeigt, was er dann tut, ein Gräuel der Verwüstung einrichten. Genau, dann wäre es ein Guss. Das gefällt mir gut. Es gefällt mir immer besser, je länger ich darüber nachdenke. Das erfordert aber, dass man sich mit solchen Sachen hier auseinandersetzt. Die Rabbiner zerreißen das hier in der Luft. Und zwar, da gibt es einen Rabbi, der macht da fast 2 Stunden drüber und dann erzählt er, was im Kontext steht, dass da nicht steht Hamashiach, der Messias, mit Großbuchstaben, the Messiah im Englischen, ja, sondern da steht ein Gesalbter. Und deshalb, wenn sie nach Israel gehen und sagen, wo wohnt denn hier der Gesalbte, dann sagen die, wie, welcher Gesalbte? Wir sind alle gesalbt. Als Kinder schon, ja? Das ist die rabbinische Sicht. Von der biblischen Sicht kann man sagen, gesalbt ist ein König. Jetzt ein König gesalbt. Kyros war ein heidnischer König, ist gesalbt worden. Kann man verstehen, warum? Weil ich da Jesaja anführen kann. Bei Antiochus zu verstehen, dass Antiochus auch ein Gesalbter ist, ist erstmal schwierig. Aber auch Kaiser wurden gesalbt in Rom. Aber dass Antiochus, der Typ für den Antichrist, dass der gesalbt ist. Und wenn ihr ins Alte Testament geht, dann sollte der Hazael von Syrien, Prototyp, sollte gesalbt werden, hat Gott gesagt zu Elia, geh zu Hazael von Syrien und salbe ihn mir zum König. Ein Syrer, natürlich ist auch ein Syrer. Und der Prophet, der Elisa, geht nachher zu ihm hin und sieht den Hazael von Syrien lange an und weint. Und der Hazael sagt, warum guckst du mich so weinend an? Er sagte, ich weiß, was du für ein Unheil über Israel bringen wirst. Da sagt er, was soll dein Knecht, der Hund, ja, dass er so etwas Großes tun sollte? Sagt der Hazael ganz entrüstet. Und er verrät sich dabei. Er sagt nämlich, ist der Knecht der Hund? Er meint, er sich was, wer bin ich? Dass ich so etwas Großes tue. Nicht so etwas Schreckliches, so etwas Großes wie Israel zerstören. Der verrät sich. Der hat da Spaß dran, Israel zu zerstören. Das ist ein Typus im Alten Testament, Hazael von Syrien. Gott sagt, salbe mir den zum König. Das erinnert mich an Antiochus Epiphanes. Ich will das nicht zurechtbiegen, aber ich kämpfe da auch mit. Ja, ich habe dieselben Fragen, die ihr habt, habe ich auch. 70 Jahrwochen, sind es denn 70? Da überlappen sich doch 2. Ja, kann ich dann vielleicht den einen als Fürsten und den anderen als Gesalbten nehmen? Aber das geht auch nicht, weil der Gesalbte nach 62 Wochen ausgerottet wird. Und damit ist Antiochus gemeint. Und es bleibt so, dass Antiochus ein Gesalbter ist. Und da kämpfe ich auch mit. Also wir haben hier bei der Sache, habe ich mehrere Fragen. Darf man aus 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen, darf man da 7 Wochen und 61,05 machen? Weil das sind ja auch keine 70 Jahrwochen mehr, nach der Rechnung. Ja? Warum kam 396 nach Christus kein Gesalbter? In der Rechnung, der Engel sagt es doch. Das passt also auch nicht. Warum rechnet man von Artaxerxes? Man hätte ja die Möglichkeit, von Darius zu rechnen und von Kyros. Und die Begründung ist, ja gut, bei Kyros, 50 Jahre nach Kyros, ist Jerusalem noch nicht fertiggestellt gewesen. So argumentiert Roger Libby. Ja, das sagt der Engel ja auch gar nicht, dass die Stadt da fertig sein soll nach 7 Jahren. Warum soll das ein Gesalbter kommt, ein Fürst? Und das ist wie vernagelt. Die kommen immer wieder und sagen, Jerusalem soll da fertiggestellt werden. Das sagt der Engel nicht,
müsst es bitte, bitte, bitte nochmal lesen. Ja? Und alle drei Termine und überall, und das merkt ihr auch, sind Termine von Menschen. Aber mein Termin ist ein Termin, den Gott setzt. Gott gibt den Anfang für die Verwüstung der Endzeit. Das gefällt mir schon wieder gut. Ja? Und das steht auch in einem der Bibeltexte, sehen wir gleich nochmal. Ja? 396 vor Christus passiert eigentlich nichts. Darf man das so umrechnen? Ich glaube nicht. Warum Kyros und Antiochos? Weil die beiden in Offenbarung 9 wiederkommen. Ja? Die Engel, die am Strom Euphrat gebunden sind, werden los. Und der Sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat, damit der Weg den Königen bereitet würde von Sonnenaufgang. Das ist oben Assyrien, Zweistromland. Die kommen wieder in der Endzeit. Und wer kommt noch in der Endzeit? Naja, der Antiochus. Und die beiden werden getroffen in der Frist. Die treffen sich in Hamageddon wieder. Was ist im Moment im Nahen Osten? Das war die antike Situation. Die Seleukiden, die Gelben, ja, die Syrer, Großsyrien, Ägypten, Kassander und Lysimachos hier oben. Vier antike Weltreiche, vier Diadochen. Heute Syrien, kleines Horn, wird noch kleiner, wird gerade gepflügt, der Staat. Ägypten ist da, Kassander, grob, Lysimachos. Ähnlich schon sehr. Und hier Iran, Irak. Ja? Die Könige von östlich vom Euphrat. Finde ich interessant. Ich will das nicht behaupten, ja. Aber ich finde das interessant, dass das, und zwar alles seit 70 Jahren, 72 Jahren. Israel seit 72 Jahren, Ägypten, Jordanien, Syrien, Türkei, Iran, Irak, 72 Jahre alt. Das sind die Epizentren, die wir haben in der Endzeit. Ein Neo-Syrien unter dem Antichristen. Hier wird alles immer größer, der Iran wird immer stärker. Man sieht ja, wie die mit den Muskeln spielen, wie die Israel mit, ich glaube, 24 Atombomben parallel dieses Atomkraftwerk dort bombardieren wollen. Ja? Ägypten, das wird der Antichrist machen, der wird Ägypten und Libyen und Kusch sich einverleiben. Und dann wird dieses neoseleukidische Großreich wird gegen Hamageddon ziehen, weil die Könige vom Euphrat hier runterziehen und Damaskus zerstören. Jesaja 17, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerstörter Steinhaufe. Die Feste Ephraims ist dahin. Damaskus ist die Feste Ephraims. Ja, hört ihr das? Damaskus ist die Schutzmacht, die Feste, die Burg Ephraims. Was hat denn Damaskus mit Ephraim zu tun? Naja, Damaskus ist Eisen und Ephraim ist Ton. Die sind im Bund miteinander. Und Jesaja 17 beschreibt, dass Damaskus, das wohl im Bund mit Ephraim ist, die Feste Ephraims, dass Damaskus zerstört worden ist. Von wem? Von dem Assyrer, von dem endzeitlichen Kyros. Der rückt nämlich nach Süden vor und macht Damaskus komplett platt, Jesaja 17, Endzeit. Warum? Oder zu welcher Zeit? Zu einer Zeit, als Damaskus mit Ephraim im Bund war. Das ist eine alte Geschichte, oder? Bitte? Genau. Das ist Jesaja 7, das ist eine alte Geschichte. Syro-Ephraimitischer Krieg. Ja? Syrien und Ephraim im Bund miteinander. Und Jesaja 17 sagt, dass in der Endzeit Syrien von dem Iran zerstört wird, wenn Syrien die Feste, die Trutzmacht von Ephraim ist. Genau. Ist immer die gleiche Geschichte. Immer die gleichen Muster. Ja? Entschuldigung. Ja. Mit China? China und Iran? Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Wenn man es schon so eng übertragen will, ja. Also die Bibel sagt, dass das Meer schäumt. Und aus diesem schäumenden Nationenmeer, das schäumt, das ist unruhig, da kommt ein Tier hervor. Wie ein Bär, wie ein Pater, wie ein Löwe.
Und die politischen Landschaften, die wir kennen, werden vielleicht noch ein bisschen gemixt. Da geht's hin und her. Jetzt gerade ist es wieder Saudi-Arabien mit der Türkei, sind drauf und dran, sich mit Israel wieder, mit Syrien wieder anzunähern. Also Syrien macht nach einem langen Krieg plötzlich wieder mit der Türkei einen Pakt. Ja? Und der Lysimachos und Kassander und der Seleukos und der Ptolemäus, das ging hin und her mit denen. Die haben sich gegeneinander koaliert, dann wieder gegeneinander gekämpft. Das war nicht so, dass es klack-klack gemacht hat und dann waren vier Generäle da. Es war ein Hin und Her, ein Auf und Ab mit gegenseitigen Bündnissen, die gebrochen wurden. Und fast hat man den Eindruck, dass es da unten auch das Meer schäumt. Wie die Entwicklung ist, kann niemand vorhersagen. Das haben wir immer gehört, habe ich auch so gehört, dass es immer um Israel geht. Ich habe mir das nie vorstellen können. Ich habe gesagt, was wollen Weltmächte, auch später wie Gog und Magog, ja? Was wollen die in Israel? Da ist ja nichts. Das Land ist gerade mal 12 Kilometer breit und ein paar Kilometer lang. Das ist ja, was will man da? Israel ist Leidtragender. Das war in der Antike auch immer schon so. Also wenn die Seleukiden gegen die Ptolemäer gekämpft haben und umgekehrt, es ging immer durch Israel durch, immer, immer, immer. Die haben halt Pech gehabt. Genau, ja genau. Die wohnen dummerweise auf der Autobahn. Ja? Und die, bitte? Der Zankapfel, ja. Ja? Klar wird in Jerusalem, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, wird da auch was sich tun mit der Stadt. Ja, ihr werdet gehasst werden von allen Völkern um meines Namens willen. Genau, genau, genau. Wann ist der Tempel zerstört worden, der zweite? 70 nach Christus? Lag die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus innerhalb der 70 Jahrwochen? Nein. Ist dann die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus von Christus gemeint gewesen? Nein. Warum denn nicht? Weil Jesus sagt, wenn ihr hören werdet, ja, dass der Gräuel der Verwüstung steht, da wo er nicht sein soll, dann lest den Propheten Daniel. Und in Daniel geht es nicht um Rom, in Daniel geht es um Antiochus Epiphanes. Die ersten 69 Jahrwochen, 7 und 62, haben aufgehört im Jahr 171 vor Christus. Und die setzen erst in der Endzeit wieder ein. Und alles, was dazwischen ist, ist nicht Gegenstand der Prophetie Gottes. Das ist ein Ding. Genau. Angenommen, Jesus meinte nicht die Zerstörung Jerusalems durch die Römer, sondern angenommen, Jesus hat eine weitergehende Perspektive gezeigt, die uns jetzt langsam erst aufgeht. Wo wir jetzt langsam erst verstehen, natürlich war 70 nach Christus sind viele Dinge geschehen, die dem ähneln, was Jesus sagt. Aber manche Dinge sind auch nicht geschehen. Zum Beispiel 70 nach Christus gab es keine Erdbeben, keine Sonnenfinsternis, spricht Jesus aber von. Die Jünger sagen, Herr, schau doch mal, was für herrliche Gebäude der Tempel hat. Und dann sagt Jesus was Seltsames. Er sagt, seht ihr nicht das alles? Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Warum? Weil ganz Jerusalem geschleift wird. Alles. Wir reduzieren das in unserer evangelikalen Sichtweise, weil wir sehr fixiert sind auf Rom und auf 70 nach Christus. Wir fixieren das auf das Tempelgebäude damals. Jesus sagt aber, seht ihr nicht, das alles, alles, die ganze Perspektive vom Ölberg. Den Tempelberg und die Häuser dahinter und die Stadtmauer. Seht ihr nicht das alles hier? Hier, sagt er, wird, warum? Weil Verwüstung kommt. Hier wird alles verwüstet werden. Jesus schaut viel weiter in die Zukunft. Und natürlich gab es bestimmte Dinge auch, die zur Zeit Jesu damals passiert sind, aber nicht alle. Denn diese Zerstörung, darauf folgt ja dann die Wiederkunft Christi. Und den Sprung müssen wir machen. Jesus schaut viel weiter noch in die Zukunft. Ist aber eine andere Perspektive, ja? Jetzt sind wir am Ende. Ja? 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 Die Bibel spricht nirgendwo davon, dass die Juden einen dritten Tempel bauen. Nirgendwo. Das ist reine Interpretation von evangelikalen Lehrern, die so irdisch denken wie Nikodemus. Kann ich wieder in den Leib meiner Mutter gehen? Die so denken wie Pharisäer, ohne Geist, ohne Bibelkenntnis, weil sie sich auf ihre Augen verlassen und glauben, der Plan der Juden, einen dritten Tempel zu bauen,
sei die endzeitliche Gottesprophetie. Dieses Volk ist zu spät, es hat kein Licht. Wir sind doch der Tempel. Wie kann Gottes Volk so selbstvergessen sein, die Christen, und behaupten, die Juden würden jetzt einen dritten Tempel bauen, wo wir selber der dritte Tempel sind? Wie kann die Christenheit so selbstvergessen sein, Entschuldigung, zu sagen, Israel ist Gottes Volk, wo wir doch Gottes Volk sind? Der Heiland im Himmel weint. Ja, warum wird das nicht gelehrt? Unter welchem Einfluss stehen wir Christen da? Wem nützt das, sowas zu sagen? Gott hat sich ein Nichtvolk erwählt. Ein Nichtvolk aus allen Nationen der Welt. Welches Volk? Ein Himmelsvolk, die Gemeinde Jesu. Das ist Gottes Volk. Wie kann die Gemeinde Jesu hergehen und behaupten, Israel sei Gottes Volk, dass Gott verworfen hat, dieses Volk? Wie selbstvergessen sind wir? Was ist los mit uns? Sind wir noch bei Sinnen? Haben wir das Wort noch, ja? Israel war Gottes Volk und wird wieder Gottes Volk sein, aber Gottes irdisches Volk. Jetzt ist Israel nicht Gottes Volk, bis die Entrückung geschehen ist. Wenn die Entrückung geschehen ist und Jesus auf den Ölberg kommt, dann wird er dieses Volk wieder zu seinem Volk machen, zu seinem irdischen Volk. Aber jetzt ist Israel nicht Gottes Volk. Warum? Weil Jesus Gott ist. Und weil sie Jesus nicht wollen, und wer den Sohn nicht hat, hat den Vater auch nicht. Das lehren die letzten 2000 Jahre in der Israelsgeschichte. Wie können wir hergehen und sagen, Israel sei Gottes Volk? Ich habe das ganz oft gesagt und mir passiert das immer noch. Und ich wünsche diesem Volk Gottes Segen und viel Glück für ihre Zukunft. Aber Jesus sagt, dieses Volk wird gesammelt zum Gericht. Das wird zerbrechen, dieses Volk. Und das Volk wird verwüstet werden in einer 70. Jahrwoche, wie es noch keine Verwüstung erlebt hat. Bis dieses Volk umkehrt und dem Gott, Ehre gibt dem Gott des Himmels. Und ein kleiner Überrest in Jerusalem zum Glauben an Jesus kommt. Das ist die Heilsgeschichte. Darf man heute nicht mehr sagen. Beten ist immer gerechtfertigt für alle Menschen. Immer, immer, immer für alle. Für die Deutschen auch bitte. Für die Israelis, für alle Menschen der Welt. Ja? Und ich habe gar kein Problem, wenn man für dieses Volk Israel auch betet und auch Treffen dafür macht, ist gar keine Frage. Aber die evangelikalen Christen und auch die Kirchenchristen, alle Christen dieser Welt, sollten sich bitte um ihre Glaubensgeschwister in der Verfolgung so viel sorgen wie um Israel. Dann wäre es denn unsere Christengeschwister, die lassen ihr Leben fürs Evangelium. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber Geld zu spenden für einen Tempel in Jerusalem, den die Juden bauen, ohne Geist, ohne dass Gott das will, und in diesem Tempel den schlimmsten Götzendienst machen, weil sie dort blutige Opfer opfern und damit das Blut Jesu Christi mit Füßen treten, dafür zu spenden und die Christen in Kasachstan und in China und in Nordkorea zu vergessen, das wird der Christenheit zum Gericht werden. Das ist Sünde. Das ist ein Israel-Wahn, der in uns reingepflanzt wird, weil wir nicht mehr bei Sinnen sind, weil uns Gottes Geist fehlt. Weil wir irdisch denken, weil wir uns begageln lassen von einer vollkommen falschen Theologie. Und unsere Führer machen da mit. Und die machen Bücher darüber und das ist ein großes Ding, was da abläuft. Ja, also das ist manchmal, da denke ich, ich bin so gelehrt worden, ich habe da lange gebraucht, bis ich da rausgekommen bin. Ja, und da tut sich ein vollkommen neues Bild für mich auf. Und dann sehe ich, da passen Dinge zusammen, wo ich auch dann dran kämpfe. Ja? Ich habe das auch nicht leichtfertig hier jetzt so geschrieben, aber ich finde, da gibt's, man kommt da nicht mehr drum rum. Ja? Das ist die letzte Folie. Kann man das so ungefähr nachvollziehen? Ist ein bisschen kompliziert, ja. Aber das sind die beiden, die Exponenten, die kommen. Und plötzlich fügen sich die Kapitel alle so zusammen. Das passt plötzlich, ist alles rund. Der ganze Daniel ist harmonisiert. Aber wenn die Theologen, die Roger Libis, die Lothar Gassmanns und alle, die ich schätze, weil ich auch von denen viel gelernt habe, und es sind Brüder im Glauben, ja, ich will den nicht abqualifizieren, auch als Person nicht. Aber was sie hier machen, ist falsch. Ich will nicht prahlen damit, aber hier bewegt sich gerade was im Wort Gottes, was mich sehr beunruhigt, in einer positiven Weise beunruhigt. Ich freue mich darüber und sage, hier bewegt sich was. Haltet fest, was ihr habt. Dass niemand eure Krone nehme.